Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier wieder zu einer spannenden Folge beim Solo-Fighter bei 7 Days to Die in der 1.0 Stable. Jawohl, ich habe in der Nacht ein bisschen in der Mine rumgedüllert und brenne jetzt ein bisschen Metall ein hier. Ein bisschen Stein haben wir haben ein bisschen Kohle noch bekommen. Mir ist aufgefallen, also ich mache jetzt hier noch ein bisschen Wasser. Haben wir abgemacht. Ich nehme jetzt mal meine Essenssachen, denn ich habe nämlich gesehen. Warte mal, wir nehmen da mal Kohle raus. Mit Kochen. Denn ich kann nämlich Gemüseeintopf machen, ne? Warte mal, wir machen mal hier 5. Dauert 22 Minuten. BTF. Also die Funpimps wollen wirklich, dass man den Kochskill, ne? Kannst mir erzählen, was du willst. Halleluja. Mach ich auch mal 5. Den nehmen wir mit. Eieiei, auf alle Fälle, Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich. Auch mal 5 und jetzt machen wir hier nochmal den Rest, würde ich sagen. Ne? Minuten. Alter Walter. Ah, wir gucken mal jetzt, ob das richtig funktioniert. Guck mal hier, 52 Minuten, 58. Wenn ich nachher wiederkomme und das passt nicht und das Ding ist aus, dann ist dann Bug. So, dann haben wir aber auf alle Fälle ein bisschen Essen, ne? Winken. So. Wenn wir den wieder zurücklegen, kriegen wir da noch ein, zwei raus. Weiß es gar nicht. Auf alle Fälle will ich heute los ins Schneebiom. Warte mal, wir werden mal reparieren. 61% Benzin haben wir noch. Naja. Ist nicht die Welt, ne? Aber gucken wir mal. So. Weg mit dir. Ah, jetzt habe ich komplett alles an Getränke weggepackt. Und hab... Oder? Nee, doch nicht hier. Warum ist denn der ungelootet? Was ist denn da los? Habe ich den denn vergessen? Aha, guck mal hier. Was ist das, Playbase? Kriegt nämlich keine Bücher. So, 2300. Oh, der vergisst nicht, Elixier, der lacht mich immer noch so an, ne? Stärkemod wäre auch noch geil, aber wir haben... Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Wir haben nichts Besseres, ne? Doch, Dreier können wir uns bauen. Drei Fertigungspakete. Eins pro Teil, ein Näset, ein Klebeband. Drei Stück. Hier brauchen wir, ne? Das wird teuer. Ja gut, dann machen wir mal Vorbereitung, dass wir los können. Und dann lesen wir Kommentare vorne. Eieiei. Nicht einer rausgekommen. Es ist ein Witz. Ganz ehrlich, das ist ein Witz. Als hätte ich es geahnt.
So hier nicht. Das gibt es hier nicht. Ich lass mal, ja, ein Stack gerade mal, ne? Füllen von jedem. Also mehr nehmen wir nicht mit. Ja, kommen da doch welche? Und doch eine kleine Horde? So, den schmatzen wir nochmal rein. Wir brauchen noch ein bisschen. Ich nehme noch ein bisschen Tee mit hier. Habe ich noch ein bisschen Geld, das ich noch mitnehmen kann? Warte mal. Brit nehmen wir noch mit. Habt ihr irgendwo Geld reingelegt, ne? Oder habe ich das jetzt ausgegeben? Kann natürlich sein, dass ich das ausgegeben habe. Och nö. So. So, zweimal Eintopf nehmen wir mit, ne? Oder? So, das. Wanderhorde. So mag ich die Bären am liebsten. Zerspringt vor meinem Messer. Oh, es ist eine Qual. Nein, nicht auf Armbrust, die Borst, die Mensch. Dann lacht der Oliver hinterher. Los nicht. Ja. Warte, wir tanken nochmal voll. Und dann düsen wir und dann können wir Kommentare vorlesen. Ne? Jetzt sind wir dabei. So, der Oliver. Gerade noch von geredet. Da ist er in den Kommentaren. Moin, auf ein neues. Jawohl. Schön, dass du immer noch dabei bist. Wie ist das eigentlich? Guckst du mal die ganzen Folgen immer auf Arbeit? Und freust dich dann immer? Ah, geil, endlich die scheiß Schicht. Eine Stunde verkürzt. Passt. Mit so einem Bührer. Der hat mir wieder geholfen. Über die langweilige Phase. Er will mich mal interessieren. Und Otto Ariel hat da drunter geschrieben. Moin zurück, Oliver. Den hätte ich fast erwischt. Den Hasen. Und Oliver schreibt dann rauf wieder zurück. Otto Ariel wünsche ich dir auch. So ist es hier. Da ist schon Community-Nähe untereinander. Sehr schön, sehr schön. Das freut mir. Oh, guck mal, da kommt das Schneebiom schon. Wir haben jetzt ein Game Stage, also ein Beutestadion von 36. Und das ist ein Witz. Ah, ich muss mich hier dran halten. Hallo Joe. Geil wäre es natürlich, wenn wir irgendwo einen geilen Loot noch rauskrabbeln könnten, ne? Was ist das da eigentlich für ein Gebäude? Da
war ich noch nie drin. Wir haben jetzt hier ein Beutestadion von 92. Bei uns nochmal 50. Oh, jetzt mit Parkour so ausgeskillt ist Hochframe echt, kein leichtes. Ein bisschen Angst, dass ich daneben brezel. Ein bisschen Angst, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann was spawnt. Kommando-Outfit, Vierer. Ihrer Kommando-Outfit. Was haben wir denn da? Wir haben das Primitive. Das Kommando ist mittlere Rüstung. Ich muss jetzt mal weg hier. Tschüss. Aber das meine ich ja, ne? Das kann man immer versuchen, auch wenn man noch schwach aufs Equip ist, versuchen in andere Biome reinzugehen und da irgendwie so ein bisschen den Mainstash rauszugrabbeln, wie ich jetzt gerade gemacht habe. Hat nichts an Ressourcen gekostet. Außer jetzt ein paar Blöcke, die kaputt gegangen sind. Aber wir haben gut was bekommen, ne? Ihre Rüstung. Macht die nochmal. Crit-Heilung 8%. Die macht gar nichts, ne? Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. So, Tarikuta schreibt, nein! Ja, wegen der Quest, ne, die ich versaut habe. Ja. Passiert. Passiert im Besten. Weiß man nicht, wer das ist, aber dem passiert das bestimmt auch. Und mir. Naja. Willst du machen? Ich ärgere da mich jetzt nicht groß drüber. Weil sobald ärgern macht einfach nur die Laune kaputt, ne? Abhaken und weiter. War genau wie mit dem Tod, hat mich auch geärgert, aber da muss man akzeptieren. Mein Tod war so ein dämlicher Fehler. Aber gut, Fehler passieren, man ist ein Mensch. Und dazu muss man dann auch stehen, ne? Wie sieht das nämlich aus? Die sollten auch mit zugehen, ey, so schön. So, der Yu ist das. I've got guns and ammo. No pity. I think I got it. If you wanna buy shit, man, making money. This general. Also, da sind zwei, ja. Kann ich, warte mal, kann ich einser irgendwie gucken? Guck mal, da passen Guest Store ist geil. Don't forget, stock up on ammo before you leave. Gibt der mir überhaupt einen Stufenpunkt? Okay, also kann man die auch machen.
Er tut mir leid. Aber du bist lecker und ja. Ich brauche dir. So, gegessen haben wir. Wo ist die Quest? Ja. Dann fahren wir los. So, Flieger Jürgen hat geschrieben. Moin, so eine einfache Quest versemmelst du. Und ich dachte schon, was macht der da? Er fährt einfach los. Passiert dem Besten. Grüße aus dem hohen Norden. Warte mal, ich muss auf mehr Anzeigen gehen. Der Jürgen. Ja, ja, hast du recht. Passiert jeden. Oder kann jeden passieren, ne? Das ist, wenn man halt so im Modus ist, ah geil, ich habe alles gelootet, schnell weiter und man da nicht richtig aufpasst, dann passiert das halt, ne? Guck mal hier, die Straße sieht ein bisschen aus wie Wüste, ne? Aua. Natürlich habe ich jetzt eine Schürfwunde. Ein Hit kassiert, direkt Schürfwunde. Ich werde verrückt. Warte, hier war ich schon dran. Dann war ich hier überall, ne? Nee, hier waren wir noch nicht. Dann nehmen wir mal die ganzen Dinger hier mit. Ah, da kriegen wir Bücher, die wir schon haben. Warum denn? Weil ein Nachteil hier im Schnee ist echt die ganzen Schneemänner, ne? Also die Holzfäller. Das ist fast nur Holzfäller hier. Geil wäre natürlich, wenn der Passing Guest nochmal, nicht der Passing Guest, der Cracker Book nochmal zurück, resetbar wäre, ne? Selbstgebauter Stab 5. Ach, der Passing Guest dann, okay. Dann müssen wir einmal gucken, dass wir die Säulen gelootet kriegen, ne? Hoppala. Jetzt habe ich meine French nicht dabei, ne? Das ist natürlich doof. Wäre jetzt gut Stahl hier. So. Starte mal, ich gute jetzt nicht doppelt. Wo sind sie? Jetzt kommt nicht echt eine Wanderhorde. Oh, und schneller.
No. Anders kriegen wir es nicht hin, oder? Anders kriegen wir es nicht hin. Wir müssen die alle wegnehmen. Ababab. Alle drumherum wegnehmen, ja, das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Na komm, hau durch. Vorne schnelle, nein. Aber du cheatest. Das war ja wohl cheaten, oder? So ein Bodenglitch. Eigentlich habe ich die Zeit nicht, ne, die ganzen Regale zu looten, aber bin messy. Ich bin jung und ein Messi. Mülltüte. So, diesmal mache ich es richtig. Diesmal machen wir es richtig, ne? Und wieder tschüss. Jawohl, Kira. So, jetzt gib mir ein paar Autobücher. Denn die brauche ich sehr. Jetzt rubbelt mein Hund hier unten an mir rum. So, wir haben ja nicht so viel, ne? Ja, nicht so wie Helly da mit ihrem riesen Rucksack. Ja, die ist klar. Aua. Warum ich doch nicht. Alter. Diese sinnlose, unkoordinierte durch die Gegend rennen, ne? Holzfällerstiefel, naja.
Nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber... Ohne Schreierin. Da würde ich mal sagen, adios. Da sind wir mal weg, wa? Oh, das Heaven Hotel. Ui. Guck mal, da ist noch ein Shotgun Messiah. Ja, und wir haben die meisten Bücher haben wir alle. Danke für nichts. Ganz ehrlich, danke für nichts. Vielen, vielen Dank für nichts. Ach, und da waren wir noch dran schon. Gut, deshalb habe ich angehalten. Ein bisschen Loot klauen wäre geil, ne? Aber Pass and Guess war, naja, wir haben, ich glaube, ein oder zwei Bücher bekommen, ne? Ja. So, weiter geht's mit den Kommentaren und zwar von Marie Bauer, die hat geschrieben, genau, die Better Vanilla gibt keine Schreierin, dafür riesige Wanderhorden, Quest per Fax, ist alles gefühlt schwieriger, aber angenehmer zu spielen, gerade beim Minern. Und dann hast du noch einen Kommentar geschrieben, baue die Schmieden doch in das Nachbarhaus, zweite Etage, Treppen weg, fallen vor die Tür, fertig. Wegen der Better Vanilla, die habe ich ja auch schon gespielt, ich kenne das alles mit dem Fax. Zombies haben halt mehr Leben. Ja. Die haben halt wesentlich mehr Leben, ne? So, warte mal. Das kann hier bleiben. Das bleibt hier. Aber das mit dem Fax, das kenne ich auch alles, aber ich habe da halt irre Lecks gehabt. Also, jetzt mal ganz ernsthaft, ne? Bei der Questbelohnung, ey, frage ich mich, warum? Ja, ich gebe mir Mühe, dass ich nicht gekillt werde. Da haben wir auf alle Fälle eine Waffentasche bei New und eine gute Lootkiste auch noch oben drauf. Da sind 3-4 Zombies drin. Vielleicht ist da ein Feral bei, aber naja. Und ich möchte einen eigenen Turm bauen. Ich bin nicht der Typ, der ja, sich in Häuser reinsetzt, ausbaut und dann bin ich happy. Also ich brauche was Eigenes. Ja. Ach nee, das ist das hier. Was ist das hier? So. Aber wenn wir schon mal hier sind, holen wir doppelt raus, ne? Ah, ich habe die Bücher nicht verkauft. Ich bin so doof. Ah, ich bin so doof. Warum bin ich so doof?
Komm da nicht dran. Warte mal, hier war doch eine Kiste, ne? Und sagen, hier war doch auch eine. Jetzt mal random, was da drin ist, ne? Das ist immer random, aber wir könnten rein theoretisch können wir auch hier reingehen. Dann gucken wir mal. Okidoki. Oh, ein Baseball-Bat. Nomadenhandschuhe. Aber ihr merkt, Leute, ne? Wesentlich besserer Loot. Wesentlich besser. So, ein paar Sachen weg. Und dann starten wir neu. Oben im Haus, okay. Ein Schreckel. Aua. Der macht richtig dolle Aua. Das kann natürlich sein, ne? Also, dass die jetzt dadurch, guck mal, so haben wir normale Zombies und wenn wir dann eine Quest starten, dann passt das sich den Game Stage irgendwie anders an noch, ne? So. Siebenundvierzig. Soll denn der Loot-Beutel sein? Okay, hier war auch noch was. Sehr schön. Dann haben wir die Quest auch schon wieder fertig. Noch ein Ortsbuch. Ich nehme es mal mit. Hier ist was ausschließlich kaputt. Toll. So, dann mal unten rein. Unten können wir schon. Hundertprozentig sind da Ferrels drin.
den Bogen habe ich natürlich jetzt nicht bei, ne? Wir machen mal ein schönes Thumbnail. So. Ob das schön ist, keine Ahnung. Müsst ihr entscheiden. Ihr klickt ja mal auf die Videos. Dann sind wir voll, ne? Ja, Highlight war bis jetzt die Brust, die wir bekommen haben, ne? So, Hände haben wir fertig, sehr gut. Also nicht, also ich habe jetzt gerade mal extra geguckt. Ah, so, nächster Kommentar vom Jumpy. Jumpy schreibt, suche jemanden vielleicht zum Zocken auf der PS5. Ja, Leute, wenn ihr mit dem Jumpy zocken wollt, geht nochmal in die letzte Folge zurück und schreibt da drauf, ich will mit dir spielen. Spätestens, wenn Crossplay möglich ist, werden wir ja, also dann biete ich halt den Com-Server an. Da kann jeder mitmachen. Jeder. Jeder, der will. I knew you had it in you. Great work. Oh, 50 Schuss sind auch nicht schlecht. Are you a gun for hire? Shut the shit, man. This generator. I've got some work. Shut the fuck. Oh, immer diese doofen Häuser. You want money to buy guns. The Duke will hear about this. I think I got a job or two. Box Place is good. Very good. Now don't get yourself killed. I want that commission. Er will die Commission. Okay, aber wir sind so spät dran jetzt hier. Weiß nicht, ob ich im Schnee bleiben will. Ich glaube nicht. Ah, wir sind ein bisschen weit weg, ne? Von, oh, das geht eigentlich. Ah, 2 Kilometer. Schon, ein Hacker. Das Motorrad? Kann ich das Motorrad schon bauen? Ne, Mini-Motorrad. Motorrad geht noch nicht. 32 von 45. Das geht leider nicht. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr jemanden braucht auf der Konsole, hier Jumpy sucht. Jumpy zwar noch nie gelesen, aber vielleicht ja, ist Jumpy ein treuer Lurker. So, dann aber den Kommentar von KM. Da freue ich mich besonders drauf, weil da kann ich ausholen. Hab eigentlich nichts verändert. Also bei Jumpy ist die Welt kaputt gegangen. Hab eigentlich nichts verändert. Gab ein Update bei 7 Days to Die über Steam Game gestartet. Dann kam in der Liste Welt nicht mehr verfügbar. Keine Ahnung, kenne mich nicht so im Detail aus. Mit den Daten und Sicherungsdaten mache ich keine. Nicht ärgerlich, war gerade erst nach der ersten Horde. Also alles easy und ich bin schon unterwegs am Tag 4. Ich vermute einfach mal, dass du eine Pre-Gen World genommen hast. Denn die wurden nämlich überarbeitet und da hätte man dann einfach das, also die Welt, die du hast, die hätte man umbenennen müssen. Da hättest du in die Dateien reingehen müssen, umbenennen müssen, einen anderen Namen nehmen, keine Ahnung, unterstrich Old hinterpacken oder so, oder was weiß ich, oder
oder Takatuka-Land dran schreiben oder was, ne? Und dann wäre die Welt abhandengeblieben. So wurden die überarbeitet und dann wird es wahrscheinlich, bist du auf die neuen Pre-Gen eingeloggt haben und dann wird es die Welt zerrissen haben. Weil die Welten angepasst wurden, die Pre-Gens wurden überarbeitet und die alten wurden halt entfernt. Deshalb haben die Funpimps extra gesagt und immer wieder gepostet, wenn ihr weiterspielen wollt und ihr auf einer Pre-Gen spielt, dann müsst ihr unbedingt die Daten in den Ordner rein und umbenennen. Also kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das passiert war. Aber gut, Tag 7 ist jetzt nicht die Welt. Kann man noch verschmerzen, ne? Dann fängt man halt wieder neu an. Man hat ja die Erfahrung gemacht. Man ist ja ein bisschen an Erfahrung reicher und beim nächsten Durchgang wird es immer schneller. Also man wird von Durchgang zu Durchgang wird man ja immer flotter. Von daher, ne? Sagst ja selber, du ärgerst dich da nicht drüber. Es klang halt in dem ersten Kommentar vom der vorletzten Folge ein bisschen anders, als hätte sich mega geärgert. So, dann hat Bab ein Kommi geschrieben. Däumchen ist ein Träumchen, support kein Mord. Viel Spaß euch allen. Jawohl, so sieht's aus. Deshalb, Leute, wenn euch die Folge gefällt, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, nicht vergessen. Ja. Ich vergesse aber auch immer öfter und dann muss ich manchmal die Videos zurückdrehen, um dann das Däumchen doch noch zu geben. Aber man vergisst sowas immer sehr gerne. Aber danke dir. Und Otto Ariel schrieb, danke, bin gespannt, was heute kommt. Und Bab schrieb da drauf, da sind wir schon zu zweit. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ne? Aber vielen Dank für eure Kommis. Ich muss mal hochscrollen. Dann haben wir einen Kommentar vom Sturmkiller, der hat geschrieben, hallo, Hallöchen, Sombüra. Tolles Video, wollte mal fragen, ob man mit dir zusammen zocken kann. Oder bist du solo im Game unterwegs? Also das Format heißt Solo-Fighter. Das implementiert, dass ich solo unterwegs bin. Also Solo-Kämpfe. Also Solo-Kämpfer auf Deutsch. Also Einzelkämpfer, sagen wir mal so. So ist komplett Deutsch. Einzelkämpfer. Das heißt, hier auf diesem Spielstand wird keiner drauf kommen. Es wird aber bald Community-Server geben, wenn das Crossplay da ist. Vierte Quartal. Weil ich will, dass auch die Konsolenspieler mit mir zusammenzocken können. Das ist halt schon ein urlang gehegter Wunsch. Und da werde ich definitiv, keine Ahnung, 20, 30 Slot-Server erstmal nehmen. Gucken, wie viel Anklang ist, wie viele Leute Bock haben. Ja, und dann können wir zusammen alle zocken. Auf dem letzten Community-Server war das sogar so gewesen, das war... da habe ich so mit Leuten wie Pizza Panda und noch ein paar anderen aber zusammen gequestet. Paddle P war dabei. Also Paddle P ist mehr auf Twitch unterwegs. Aber das wurde ja halt auch live gestreamt. Wenn ich da drauf gespielt habe. Und da habe ich mal halt immer ein paar Leute dazu genommen. Und dann sind wir mal losgegangen, sind wir questen gegangen, haben Blödsinn gemacht. Also da ist die Möglichkeit auf alle Fälle da, mal mit mir zusammen zu zocken. Das will er nicht. Den guten Gegenstand. Be careful out there. You wouldn't want to get hurt. Was ist denn der? Auch leichte Rüstung. Ne? Laufgeschwindigkeit 6%. Da würde ich die sogar nehmen, weil die von den Stats geiler sind. 6% schneller laufen ist schon geil. Sehr gut. Ja. Dann nochmal das. Da müssen wir den Rest noch reinpacken. Mal gucken, was gleich mein Essen macht. Ob das alles so hingehauen hat, wie ich mir dazu denke. Dann gucken wir mal. Also wie gesagt, wenn man mit mir zusammen zacken will, geduldet euch dann noch ein bisschen. Hier gibt es keinen, der mit drauf kommt. Weil das dann natürlich dann hinterher heißt, oh, guck mal, hast ja gar nicht solo gespielt. Ich weiß ja, wie das ist. Auch wenn Leute zu Besuch kommen oder würden, dann sind die ja hier in dem Log mit drin, dass die einmal dabei waren. Dann ist es nicht mehr so wirklich der Solo-Fighter, ne?
So, dat. Oh, habe ich hier noch keine Spritzen drin gehabt? Ich brauche auf alle Fälle Bandagen, ne? Wie sieht das denn samentechnisch hier aus? Warte mal. 13 von 20. Boah, dieser dreckige Sack, ne? Ich hasse ihn. Richtig tief aus ganzem Herzen. Wow. Ja, der Lehmboden, ne? Zwei Felder, das wird hier gerade mal reichen, Anbau. Auch definitiv eine bessere Basis. Müssen mal gucken, dass wir das hinbekommen in der nächsten Folge. Aber ich bin schon zufrieden, das sieht geil aus. Und jetzt den Kopf wegnehmen würde. Und einfach mal just for fun. Wo ist er denn? Hier die Brille aufpacken. Nur optisch. Dann ist das schon fett. So, 9 Stück. Wer macht noch? Ja, aber fertig. Guck mal, da haben wir jetzt. Oh Leute, jetzt haben wir ordentlich Essen, ne? Jetzt brauchen wir keine Sorgen mehr machen. Das reicht ja erstmal. Warte mal, ich nehme mal hier die Mütze wieder drauf. Eieiei. So. Ich brauche auf alle Fälle Leben. Das heißt, wir werden mal gucken, dass wir Einser-Quest machen. Bitte vergrabene Quest, damit wir Leben bekommen. Ist jetzt nicht die, ja, spannendste Sache. Aber was willst du machen, ne? Und wir holen jetzt einfach hier mal ein paar Kürbissamen rein. So. Dann haben wir noch einen Kommentar von Mr. Bone Zock. Support ist kein Mord. Schöne Folge. Däumchen hoch. Dankeschön, Mr. Bone. Mr. Bone ist VIP geworden. Was? Da muss ich ja die Endcard anpassen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich meine, du warst da noch nicht mit drin. Ich werde dich da jetzt eintragen und dann, ja. Ich habe mir da ja jetzt so ein Overlay gebaut. Da kann ich das mit eintragen und alle, die halt hier den Kanalsupporter mitmachen, ab 99 Cent. Die bekommen dann im Abspann halt ihre Credits, die werden angezeigt und die sind auch auf der Kanalpage vorne mit drauf. So, wir haben aber noch zwei Kommentare von Otto Ariel. Einmal hat sie geschrieben, wieder eine coole Folge, auch wenn sie etwas kürzer war. Oh nein, die armen Katzen müssen wieder hungern. Katzen verhungern doch 10 Mal am Tag, wieder eine tolle Folge. Däumchen ist gegeben. Da danke ich dir erstmal für den ersten Kommi. So, warte mal, wir holen mal hier raus. Und dann der zweite Kommentar war, du warst ja im Urlaub, ne? am Strand hast du erzählt beim letzten Mal, war wegen den Kindern anstrengend, habe ich mir fast gedacht. Meine kleine Tochter hat eine Behinderung und auch eine krasse weglaufende Tendenz. Ah, geil, ey.
Eine krasse Weglauftendenz. Sie geht halt auch manchmal einfach stiften. Aus den Augen lassen kann man sie nicht. Dazu kommt noch zusätzlich, dass ich schwanger bin. Ist eher alles etwas anstrengender. Eieieiei. Da bist du aber noch früh dabei, ne? Oder? Aber obwohl ich habe ja nicht so so extrem hingeguckt. Ich bin halt kein Mensch, der die anderen so von oben bis unten ne, gutachtet. Ich habe Otto Ariel ja auf der Dokumi kurz getroffen, da haben wir kurz gequasselt. Da sahst du gar nicht schwanger aus. Oder du hast das gut versteckt. Oder du bist noch ganz früh dabei. Aber auf alle Fälle Glückwunsch, freut mich natürlich. Ich hoffe, alles läuft gut bei euch. Und zwei Kinder hast du ja schon, ne? Dann kommt Kind Nummer drei. Uiuiui. Da habt ihr dann aber ordentlich in der Hütte Budenzauber. Uiuiui, für mich wäre das nichts mehr in meinem Alter. Ich bin da raus. Aber natürlich, ich freue mich für dich. Ich freue mich für dich. Und natürlich, das ist anstrengend mit Kindern, aber es ist auch schön. Und solange die Kinder klein sind, meine ist jetzt 19, die wird nächstes Jahr 20. Manchmal wünsche ich mir die Zeit nochmal zurück. Und dann denke ich mir aber auch immer wieder, nee, eigentlich ist die Zeit so gut, weil jetzt kann ich mit meiner Tochter tiefgründige Gespräche führen. Ja, sie ist erwachsen, mit der kann man sich jetzt super gut unterhalten und es hat alles Vor- und Nachteile. Aber gucken wir mal. Also wie gesagt, vielen lieben Dank an alle, die mitgemacht haben, Leute. Wir machen mal so. Guck mal, da ist Mr. Bo nicht drin. Werden wir anpassen. Werden wir anpassen. Ja. Dann sage ich Dankeschön, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, Däumen ist ein Träubchen, Support kein Mord. Diesmal wieder eine lange Folge, 53 grandiose Minuten hoffentlich. Und vielen lieben Dank an alle. Dankeschön an die Kanalsupporter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und dann sage ich mal Dankeschön und macht es gut. Ciao, ciao.